Liebe Freunde, am kommenden Schabbat lesen wir die Parasha Mishpatim. Mishpatim heißt eigentlich Regeln oder Gesetze. Das ist die sechste Parasha im Buch Schmott, das heißt auf Hebräisch die Namen. Im christlichen Gebrauch ist es das Buch Exodus. Das Buch heißt Schmott, weil in diesem Buch, in der ersten Parascha, die Namen derjenigen aufgezählt sind, die nach Ägypten wegen der Hungersnot in jüdischen Gebieten zuerst eingewandert sind. Und mit dieser Einwanderungsgeschichte fängt auch das Buch Exodus oder Schmott an und geht auch über die Auswanderung, über die Befreiung aus der Sklaverei. Nun, in dieser sechsten Parascha des Buches setzt sich das fort, was im fünften angefangen ist. Im fünften Buch haben wir über die Ehe zwischen Gott und dem Volk Israel gesprochen und in diesem Ehevertrag stellvertretend für alle Gesetze wurden die ersten 10 vorgelesen. In diesem Teil in der Parascha lesen wir über alle anderen Gesetze. Nun, was soll da noch in kurzer Ansage aufgezählt werden? Lest bitte selbst diese Parascha. Stellvertretend möchte ich nur über einen Punkt reden, weil in diesem Punkt die meisten Missverständnisse kommen, auch unter Juden, aber insbesondere unter Christen und Atheisten. So oft wurde mir vor die Augen gehalten und vor den Ohren: Ihr Juden seid brutales Volk. Ihr Juden seid eben, ich wiederhole nicht was. Und wenn ich frage, warum, was habt ihr gelesen, worauf stützt ihr? Und die Antwort war: Ihr lehrt uns Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das heißt, wenn jemand euch mal aus Versehen ein Auge verletzt hat, dann müsst ihr nach der Tora das Auge des Täters eben ausschlagen. Was für ein Blödsinn! Das steht niemals in der Tora. Derjenige, der das sagt, der hat es vom Sagen hören, meistens von den Antisemiten oder von ganz ungebildeten Leuten gehört. Darüber hinaus gibt es einen Kontext, in dem man die Worte der Tora verstehen soll. In diesem Abschnitt wird ganz penibel aufgezählt, was soll passieren, wenn jemand zu Schaden kommt, wenn einem Menschen ein Bulle oder eine Kuh zu Schaden kommt, aufgrund der Taten eines anderen Menschen, so muss dieser andere Mensch das Geld zahlen als Entschädigung. Und wie hoch das Geld sein muss, entscheidet nur das Gericht. Das heißt, erst bei den noachidischen Geboten und natürlich in den jüdischen, abrahamitischen Geboten, auch in den Geboten auf dem oder vor dem Berge Sinai erhaltenen Geboten, haben wir ein sehr, sehr starkes Gebot, Gerichte einzuführen und alle Konflikte vor den Gerichten vorzutragen und dort auszumachen. Und die Formel Auge um Auge und Zahn für Zahn hat eine ganz klare Bedeutung. Wenn dir ein Auge verletzt worden ist, sollst du ins Gericht gehen, zum Gericht, zum Richter. Und der Richter bestimmt den Wert deines Augen. Und derjenige, der daran schuld ist, soll dir als Geschädigtem ein Wert deines Augen in Geld
bezahlen. Das heißt entschädigen. Das heißt, für ein verletztes Auge soll dir in Geld Entschädigung im Werte des Augen zukommen. Für ein verletztes Zahn soll dir die Entschädigung im Wert des Zahns zukommen. Und wie bestimmt man überhaupt den Wert des Augen? Ganz einfach. Wenn es das letzte Auge war, dann hat es ganz, ganz hohes Wert. In diesem Fall praktisch steht dem Schuldner den Lebensunterhalt des Blinden. Das muss er dann zahlen. Wenn es ein Auge eines Zeichners ist, dann hat das Auge wiederum einen anderen Wert. Wenn es ein Auge vom alten Bauer ist, Gott verhüte, Gott halte ihn gesund, aber dann hat das Auge auch einen Wert, aber geringeren Wert als das letzte Auge, das den Menschen ganz blind macht, oder als das Auge eines Toraschreibers. Das ist gemeint und dasselbe über den Zahn. Nochmal, Auge um Auge, Zahn für Zahn, bedeutet niemals eigenständige Verletzung oder Rache. Diese Formel bedeutet, geh ins Gericht, ersuche eine Gerechtigkeit und nur über Gericht kann dir Gerechtigkeit gegeben werden in der Form der Geldentschädigung im Kontext deines Lebens, auch im Kontext des Schuldigen. Das war nur eine ganz kleine Erklärung. Jedes dieser Gebote, der Regeln, der Gesetze, verdient eine ganz tiefere Analyse, verdient ganz klare Befolgung. Und mit dieser beschäftigen sich unsere Chachanim, unsere Rabbanim und die Weisen des Volkes. Und damit wünsche ich uns allen Shabbat Shalom. Aber bevor ich aufhöre zu reden, möchte ich noch einen Ratschlag euch vermitteln. Da unser Verhältnis mit Gott eine Ehe ist zwischen Gott und dem Volk, müssen wir natürlich auch auf unsere Ehe als Mann und Frau hineinschauen. Und wie im Verhältnis zwischen Volk und Gott, gibt es Missverständnisse, Streitereien, gibt es Vorwürfe. Und so ist es auch im Leben in der Familie zwischen Mann und Frau. Und da rate ich jedem, wenn ein Konflikt aufkommt zwischen Mann und Frau, zwischen Kindern und Eltern, zwischen Geschwistern, so frage sich jeder, was will ich mehr? Was will ich mehr zwischen zwei Punkten? Will ich mehr Recht haben? Oder will ich mehr glücklich sein? Und selbst wenn man auch sicher ist, ja, man hat Recht. Nicht immer kann man mit dem Recht glücklich sein. Und diese Wahl, die ich empfehle, glücklich sein zu wollen, öffnet den Weg zum Frieden und auch zum Glück und dann auch zum Recht. Denn die glücklichen Menschen finden leichter zum Recht als die primär Recht haben. Shabbat Shalom.